Hallo, hallo, wie geht es euch? Habe mal wieder mein Platz geändert, weil es jetzt ja Herbst ist und in meinem Wohnzimmer sitze ich meistens nur im Sommer, weil es die Nordseite ist. Und halt dann kühler. Und dann im Winter setze ich mich zur Südseite hin, wo dann die schöne warme Wetter reinkommt. Aber leider ist bei uns ja noch nicht kühler geworden. Na gut, etwas kühler schon. Aber es ist trotzdem noch ganz schön heiß während dem Tag. Nachts wird es kalt, also wir haben wirklich Herbst nachts und die Blätter verfärben sich wie doll. Heute möchte ich in die Berge gehen. Die Aspen, müsst mal das nachschlagen, die sind im Herbst so wunderschön goldgelb wie die Sonne. Und da gehen viele Leute halt hin, um diese, na gut, wie in Deutschland vielleicht auch, um diese Aspen zu sehen, wenn sie sich verfärben. Ich werde heute mit meiner Enkelin da hingehen und diese Aspen anschauen, mal sehen, wie weit sie sind. Ja, ich möchte aber ein kurzes Video vorher machen. Und zwar habe ich einige Kommentare bekommen über, ja, ob die Kinder und die Behinderten gerettet sind oder wie sie gerettet sind. Manche glauben halt, dass sie automatisch gerettet sind. Aber Leute, das darüber redet erstens mal die Bibel gar nie, dass es überhaupt Ausnahmen gibt, ja. Es gibt ja noch nicht mal Ausnahmen für die Juden, das haben sie auch erfunden. Ich habe ja das eindeutig besprochen, dass die Juden genauso gerettet sind. Es gibt keine zweite Rettung für die Juden. Es gibt eine Rettung, das ist Jesus Christus, und den müssen sie jetzt annehmen. Die können gar nicht anders. Also das ist immer ein Überrest, sagt dieses Alte Testament, es gibt immer ein Überrest von Juden oder Hebräer oder was auch immer ihr sie nennt, Israeliten, was weiß auch immer, die Jesus Christus annehmen. Und die sind jetzt gerettet, nicht erst an einer 7 Jahre Trübsalzeit, sondern jetzt. Ich möchte dazu sagen, dass sogar während der Drangsal, nee, der Drangsal, während dem Zorn Gottes, während der Zeit der zwei Zeugen, nehmen die Juden sogar nicht wirklich öffentlich als Nation diese zwei Zeugen an und bringen sie noch um. Ich rede da, werde darüber das nächste Mal reden, in meinem nächsten Video. Aber heute ganz kurz, wirklich, wer ist gerettet? Sind Kinder unter einem bestimmten Alter automatisch gerettet? Sind Behinderte automatisch gerettet? Nein, nein, weil Gott allen Leuten eine Entscheidung gibt. Wenn wir in den Himmel kommen oder wenn wir im Himmel sind oder in Jerusalem, dann werden wir Erwachsene sein. Wir werden keine Kinder sein. Und die Behinderten werden okay sein. Sie werden nicht mehr behindert sein. Ihr Körper wird geheilt sein, ihr Geist wird geheilt sein, ihr Gehirn wird geheilt sein, was auch immer. Ja? Sie werden ganz normale Erwachsene sein. Und als ganz normale Erwachsene werden sie dann auch eingeschätzt. Gott weiß ganz genau, was in ihrem Herzen ist, was sie tun werden, und danach richtet er. Richtet nicht, naja, ihr seid halt behindert und ihr könnt die Entscheidung nicht treffen. Gott tut das nicht, ja? Gott schaut in das Herz von jedem Menschen. Ob es jetzt ein Kind ist, ein Baby ist oder sonst was. Natürlich, wir wollen unbedingt, dass unsere Kinder, oder wir hoffen, weil wir es ja nicht sehen, wenn die Kinder klein sterben. Ja, wo hoffen wir, dass sie in den Himmel kommen? Das ist ja schon schwer genug. Und vielleicht haben wir deswegen diese Lüge erfunden. Ihr wisst, wenn ihr aus dem Katholizismus kommt, vielleicht sogar aus dem Evangelismus, weiß es nicht, ich bin aus Katholizismus,
Da muss man die Kinder so früh wie möglich taufen, weil man sagt, durch die Taufe sind die Kinder gerettet. Und ihr wisst ja aber, wenn ihr dann lutheranisch sind oder protestantisch, dann wird es etwas anders gedreht. Ah nee, die Kinder sind automatisch gerettet. Ja? Nein, meine Lieben, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Jeder Mensch ist gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Die Entscheidung, ihm nachzufolgen. Ja? Dadurch ist man gerettet. Deine Entscheidung, ihm nachzufolgen. Und wenn wir halt noch zu jung sind, dann wird Gott das schon selber entscheiden. Und zwar entscheidet es ja genau, er kann ja in die Zukunft sehen. Es gibt ja für ihn überhaupt kein Zeitdenken. Er kann ja in die Zukunft sehen. Er weiß ja ganz genau, wie sich jeder Mensch entscheiden wird. Ja, er weiß genau, wie dieses kleine Kind sich entscheiden wird, wenn er in einem Erwachsenenkörper ist. Ja, ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Weil wenn wir wiederum eine Lüge glauben, warum? Weil es halt angenehm für uns ist. Ist doch ganz klar. Genauso wie viele halt denken, ja, und meine Tiere, die gehen mit mir. Nein, die Tiere gehen nicht mit. Gott kann diese Tiere genauso wieder schaffen, wie sie jetzt sind. Oder denkt ihr vielleicht nicht? Ja, oder denkt ihr vielleicht nicht, wenn er uns auferstehen lassen kann und unseren Körper wieder kreieren kann, genauso oder noch besser, wie er jetzt ist, dann wird er doch das auch mit Tieren tun können. Ja? Tiere sind vergänglich, genau wie alles auf dieser Welt vergänglich ist. So hat Gott es geschaffen. Warum? Weil wir unter Sünde sind. Und wir sind alle unter Sünde, genauso wie die Tiere, die Pflanzen, alles. Die ganze Natur wartet ja auf diese Erlösung, die kommt, weil sie unter Sünde sind. Und ein Teil davon ist halt der Tod, dass wir sterben, dass der Körper halt nicht immer überlebt. Und wir müssen dann auch Gott vertrauen, dass er alles in Ordnung bringt, dass in ihm alles okay ist, dass wir in ihm ruhig sein können. Ja, ich habe auch ein kleines Kitty. Wo ist sie denn? Sie sitzt, glaube ich, da drüben irgendwo. Keine Ahnung, wo sie zurzeit ist. Ich habe mich ja jetzt umgesetzt, jetzt muss sie sich wieder dran gewöhnen. Und natürlich, ich liebe meine Kitty, aber sie ist. Ich denke halt immer, Leute, ich denke immer, Tiere sind keine Menschen. Und oft tun wir halt die Tiere behandeln, wie wenn sie Menschen wären. Aber sie sind keine Menschen. Und sie sind uns sehr lieb und wir reden mit ihnen und wir denken, wir hoffen, dass sie uns verstehen und so weiter. Deswegen sind sie ja so wichtig und trotzdem sind sie keine Menschen. Und ja, Gott liebt sie alle. Gott liebt die ganze Natur. Gott liebt die Schmetterlinge, Gott liebt die Schlangen. Wie viele Leute haben Angst vor Schlangen? Ja, viele Leute haben Angst vor Mäuse oder sonst was. Ja? Und sie finden sie unheimlich ekelhaft. Ich finde, sie sind nicht ekelhaft. Sie sind genauso von Gott geschaffen und etwas Wunderbares. Ganz egal. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, sind Fliegen, wenn sie mir im Haus rumfliegen. Aber dann tue ich meistens die Fliegen raus. Ich bringe sie ganz selten auch um. Ganz, ganz selten. Moskitos ist was anderes. Also diese Schnaken. Also, wenn ich die erwischen kann, ja, dann mache ich dann schon mal Peng. Aber, naja, aber es sind ja alles Gottes Kreation und Gott hat sie alle gern. Er hat ja die ganze Kreation lieb. Und was machen wir? Wir machen ja schlimme Sachen draus. Wie wir die Tiere behandeln, ist ja unmöglich. Viele Tiere behandeln ist ja unmöglich. Ganz egal, ob es jetzt Hunde, Katzen sind. Nee, ich rede jetzt von Hühnern und Schweine und Kühe und so weiter und so fort. Tintenfische. Ja? Meint ihr nicht, Tintenfische sind genauso
Gottes Kreation oder Schweine oder sonst was. Sie sind alle wichtig. Und Gott kann sie alle wieder erschaffen, genauso wie er sie vorher erschaffen hat. Ja? Er wird alles okay machen, das sagt die Bibel. Alles wird okay am Ende. Alles wird okay. Alles, wenn endlich der Widersacher weg ist. Und endlich die Leute weg sind, die Quertreiber sind sozusagen. Ja? Die immer nur gegen Gott rebellieren. Die ihre eigenen, also ihre eigenen Wünsche haben wollen, die aber nicht gut sind. Menschen, die Gänge der Menschen sind, furchtbar, ja, habgierig und ja, das könnt ihr ja selber in der Bibel lesen. Egoistisch, habgierig, ausbeutend, quälend. Die quälen die anderen Menschen und können das, haben da sogar Spaß dran. Aber ja, ich wollte heute das nur ansprechen mit den Kindern nochmal. Ich weiß, dass viele das sagen, nee, so ist es nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht. Wenn ihr das wisst, lasst mich das wissen. Wer hat diese Lehre angefangen? Kommt das aus dem Lutheranischen heraus? Ja, wenn ihr da Informationen habt, wo diese Information herkommt, dass Kinder und Behinderte gerettet sind. Ja, automatisch. Automatisch. Nein. Nein. Wir müssen alle entscheiden. Alle. Ja? Gott möchte nicht irgendjemand zwingen. Und er möchte auch keine rebellierenden Leute in seinem Reich. Dann fangen wir ja wieder genau von vorne an. Wir haben ja das im tausendjährigen Reich, haben wir ja das. Gott hat die ganzen Leute, die übrig sind nach dem Zorn Gottes, vielleicht nehmen sie äußerlich Gott an, jubeln sie ihm zu, weil sie ihn halt sehen, was er gemacht hat, seine Macht. Und dann nach 1000 Jahren oder wie viel auch sind, wenn der Satan wieder frei wird, ja, dann folgen sie ihm wieder nach. Ja? Was soll das? Er hat diese Leute überleben lassen und nun leben sie sogar ohne Satan. Und im inneren Tiefen ja, haben sie aber immer noch nicht die Entscheidung getroffen für Jesus. Ja? Sie sind trotzdem noch immer noch Heuchler. Und Gott muss das wegmachen. Ja, er muss das ist ein Krebsgeschwür, ja, entfernen. Weil wenn er das Krebsgeschwür nicht entfernt, dann jedes Mal, ihr seht doch das, jedes Mal artet es wieder aus und jedes Mal haben wir wieder, dass die meisten Leute abfallen und rebellieren. Wie gesagt, was wir heute haben. Es kommen nicht mehr und mehr zu Jesus dazu, sondern es werden mehr und mehr und mehr Leute abfallen. Das heißt, ist genau dasselbe mit einem Krebsgeschwür. Es wird nicht besser, sondern es wird schlechter und schlechter und auf einmal ist der Körper halt tot. Ja? Deswegen muss dieses Geschwür entfernt werden oder auch das, was eben das Geschwür verursacht, muss entfernt werden. Und nichts Unreines wird in den Körper kommen, also in den Himmel kommen, in das Reich Gottes kommen. Nichts Unreines. Ja? Also muss er vorher aussortieren. Ich komme zum Ende. Ich hoffe, dass ihr es verstanden habt. Bitte, wenn ihr andere Kommentare habt, lasst mich das wissen. Aber da werde ich nicht meine Meinung ändern, weil es steht nicht in der Bibel, dass kleine Kinder zum Beispiel gerettet sind. Ja, das steht nirgends oder dass Behinderte automatisch gerettet sind. Aber wir wissen halt von Paulus,
dass diese Regel, die Gott eingestellt hat, dass die da durch den Glauben gerettet wird und Nachfolge von Jesus, dass wir Jesus nachfolgen, ja, dass das halt nicht geändert wird und dass da keine Ausnahmen sind. Also dann, bis zum nächsten Mal. Lasst den Heiligen Geist euch leiten.